Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Randall's Monday. Geschockter Patient. Alan! So, ich habe mich mal etwas informiert und da ich keine Auswahl mehr gesehen habe, keinen Ausweg mehr gesehen habe, ja, es ist so, dass wir genau das machen müssen. Sehr lustig. Erinnert mich irgendwie an betrunkene Dekorieren. Gut gemacht. Alles sieht perfekt aus. Nun gut, gehen Sie rein und überraschen Sie ihn. So sieht's aus. Und jetzt nix hier rein. Guten Morgen, Dr. Johnson. Guten Morgen, Mr. Lecter. Hannibal Lecter. Hey, was schauen Sie mich denn so an? Ist nur ein dummer Zufall. Und warum haben Sie den Kuchen runtergeworfen? Wen interessiert denn der Kuchen? Mich interessiert der Kuchen. Okay, naja. Vielleicht hätte ich ihn lieber auf Ihren Schreibtisch stellen sollen. Ich bin aber einer, der schnell denkt und noch schneller handelt. Nun, was kann ich denn für Sie tun? Was? Einfach so? Kein Rorschach-Test oder so? Nein, ich hielt den immer für komplette Zeitverschwendung. Ohne jeglichen empirischen Nutzen. Tja, wird wohl eh das Beste sein. Ich sehe eh immer nur Schmetterlinge. Zerquetschte Schmetterlinge. Sagen Sie mir doch bitte, was Sie zu mir führt, ja? Ja, wir sitzen in der Zeitschleife fest, Doc. Was kann man denn dagegen tun? Sehen Sie, ich sitze in der Zeitschleife fest. Eine Zeitschleife? Interessant. Das ist recht ungewöhnlich, wissen Sie? Kann schon sein. Vielleicht ist Ihr Leben etwas monoton geworden. Vielleicht will Ihr Gehirn Ihnen mitteilen, dass Sie Veränderung brauchen. Nee, so ist es nicht. Seit ich in der Zeit gefangen bin, war mein Leben alles andere als monoton. Es ist wie eine Achterbahn des Elends, wo jeder Tag Montag ist und alle mich abgrundtief hassen. Interessant. Sir, ich würde Ihren Fall gern näher untersuchen. Ah ja, Sie Blitzmerker, was an Zeitschleife haben Sie denn nicht begriffen? Ach, ja. Das ist ein Problem, nicht wahr? Ja, egal. Deswegen bin ich aber gar nicht hier. Weshalb sind Sie dann hier? Sagen wir mal, für einen Freund. Was meinen Sie mit für einen Freund? Erinnern Sie sich an einen betrunkenen Typen. Bisschen komisch. Matthew Griffin mit Namen. War der heute hier? Deswegen sind Sie hier? Tut mir leid, aber diese Information kann ich nicht preisgeben. Ich muss Sie nun bitten zu gehen, Mr. Lecter. Nein, Moment! Ich bin echt verzweifelt. Ich weiß nicht, wo ich noch hin soll. Bitte helfen Sie mir. Der Affenmann? Sie haben ja echt Nerven, hier wieder aufzukreuzen. Ich heiße Randall Hicks und ich befinde mich in einer echt schwierigen Lage. Es geht um ein Menschenleben und Sie sind der Einzige, der mir helfen kann. Sie sind der Randall Hicks? Kommt drauf an. Was haben Sie denn so von ihm gehört? Wie es aussieht, kann ich gar nicht anders, als Ihnen zu helfen. Matthew Griffin war heute bei mir. Er hatte keinen Termin, aber er konnte sich reinschleichen. Gefällt mir gar nicht, wenn Leute das machen. Ja, manche Leute haben echt Nerven. Also habe ich ihn reingebeten. Aber er war derartig alkoholisiert, dass ich kein Wort verstanden habe. Außer dem letzten Satz. Ja gut, dann spucken Sie es schon aus. Was hat er gesagt? Er sagte, er will sich eine Waffe besorgen. Und dann wollte er einen Mann namens Randall Hicks umbringen. Den Mann, der sein Leben zerstört hat. Warum zum Geier haben Sie mir das jetzt erzählt? Das ist das Letzte, was ich hören wollte. Sie sind mir vielleicht ein Doktor. Ich habe das erzählt, weil ich glaube, dass es gefährlich ist, einen Mann in dem Zustand mit einer geladenen Waffe rumlaufen zu lassen. Sie müssen ihn finden. Was, wenn er schon eine Knarre hat? Nun, dann müssen Sie wohl improvisieren. Wow. Danke für gar nichts. Eins noch, Mr. Hicks. Einem Freund die Frau auszuspannen, ist nicht richtig. Halten Sie doch die Klappe! Ja, das war jetzt nicht so erfolgreich, ne? Okay, wir fahren nochmal zu Merle. Ich habe da so eine Vermutung, denn woanders sollte Matt eine Waffe herbekommen. Hast du einen psychotischen Besoffenen mit einer Brille und einem Afro irgendwo gesehen? Keine Ahnung. Sprechender Briefkasten. Super. Mel? Hallo?
Hallo. Kann ich was für dich tun? Hat bei dir jemand heute eine Knarre gekauft? Ja, bin fast sicher. Okay. Weißt du noch, wer genau? Hallo. Kann ich was für dich tun? Ja, ich will eine Knarre kaufen und dich umnieten. Ja, genau wie dieser andere Typ. Welcher andere Typ? Weißt du, wie er heißt? Glaube nicht. Der hat es eilig. Weißt du noch, wie er aussah? Woher soll ich das wissen? Kann mir nicht jeden Besoffenen merken, der eine Knarre bei mir kauft. Tja, was, wenn dich jemand ausraubt? Ist noch nie passiert. Außer... Warte mal. Oh Mann. Ich werde ständig ausgeraubt. Ach, vergiss es. Erinnerst du dich an den Typen, der die Knarre gekauft hat? Hallo? Kann ich was für dich tun? Der Typ mit der Knarre, verdammt nochmal. Wer war das? Ey, mach mich nicht an, ja? Hab schon gesagt, dass ich mir Gesichter nicht merken kann. Besonders besoffene Gesichter. Sehen für mich alle gleich aus. Aber wenn du mir ein bisschen auf die Sprünge hilfst, weiß nicht, wenn du was hättest, was mich an den Typen erinnert, kann ich dir vielleicht weiterhelfen. Moment mal. Wir haben doch in Metz Wohnung, standen doch Bilder, ne? In Metz Wohnung standen doch Bilder. Metz Wohnung. Da, hier, nimm das mal mit, mein Freund der Sonne. Matt sieht auf dem Bild nicht gerade gut aus. Eigentlich will man kaum hinschauen. Auf nur Mel kann sich erinnern. Aha. Hey, wo kommst du jetzt her? Ich will wissen, wer du bist und was zum Geier du hier treibst. Ich verwette meine Marke, dass du hier nichts zu suchen hast. Naja, wissen Sie, ich... Weißt du, mir reicht's jetzt schon mit dir. Du bist festgenommen. Das glaube ich nicht, mein Freund der Sonne. Glaube ich nicht, Kumpel. Ach, nicht? Nee, ich war hier immer willkommen. Das ist schwer vorstellbar. Warum hassen Sie mich denn so? Sie kennen mich nicht mal. Ich sehe das an deinen Augen. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber ich verachte dich. Und das wird sich auch nicht ändern. Okay. Warum bin ich festgenommen? Weil's mir Spaß macht. Reicht das? Haben Sie mal überlegt, dass mich auch jemand, der hier wohnt, eingeladen haben könnte und ich jetzt nur nach Hause gehe? Nein, das steht dir ins Gesicht geschrieben. Du hast irgendwas vor. Okay, ich beweise es. Ich hole meinen Freund und er kann es Ihnen bestätigen. Du solltest mich lieber nicht verscheißern. Glaub mir, du willst keinen Ärger mit mir. Natürlich nicht. Scheiße, ich muss hier raus. Okay, das kennen wir ja schon, ne? Wir haben ja zum Glück ein Küchenfenster, was wir benutzen können. Scheiße, Alter! Wer zum Geier bist du? Und wo zum Geier kommst du her? Wir kriegen hier noch ein Herz, Kaspar! Weiß nicht, ich... Ich glaube, ich habe Gedächtnisverlust. Gedächtnisverlust, ja? Tja, hier ist leider abgesperrt. Du musst wohl warten, bis wir hier fertig sind. Oder bis dir wieder was einfällt. Was? Kommt schon, ihr macht ja hier nicht mal was. Wir führen hier eine intensive Tatortuntersuchung durch, mein Junge. Ja, wir wollen auf keinen Fall was Wichtiges übersehen. Was ist denn hier überhaupt los? Warum ist hier abgesperrt? Irgendjemand hat wohl den Luftballontypen umgelegt. Was? Er ist tot? Nee, war knapp. Aber er lebt. Warum fragst du? Weißt du irgendwas über die Sache? Du kennst den Typen, stimmt's? Na klar. Ja klar kenne ich den. Ich habe jeden Tag ein paar Ballons bei dem gekauft. Tatsächlich? Natürlich nicht. Sehe ich etwa so aus? Tja, wie auch immer. Der Typ hat eine beinahe tödliche Dosis Helium eingeatmet und sein Hirn hat nicht mehr genug Sauerstoff gekriegt. Shit, das ist nicht gut. Nee, mein Junge. Ist es gar nicht. Tatsächlich haben wir diese Kisten hier gefunden, als wir die Straße abgesperrt haben und... Tja, wir haben sozusagen den Jackpot geknackt.
Antike Sammelkarten, Föderationsuniformen, ein paar Replikas von berühmten Schwertern, eine wahre Goldmine. Da sollte wohl eine Sammelbörse stattfinden. Aber nachdem sie abgesagt wurde, haben sie den ganzen Krempel einfach weggeschmissen. Also nochmal zum Mitschreiben. Ihr durchwühlt hier lieber den ganzen Sammlerschrott, anstatt an einem Fall zu arbeiten? So kann man es wohl ausdrücken. Man kann aber auch sagen, wir haben gerade einen scheiß Wonderboy gefunden und müssen den jetzt dringend ausprobieren. Dafür braucht er wohl eine Konsole. Ne was? Eine Konsole. Ihr wisst schon, wie soll man sonst Wonderboy spielen? Wir reden gar nicht von dem Wonderboy, Junge. Hast du noch nie was von Costners legendärem Baseballschläger gehört? Ich mag ja so Retro-Sachen. Aber das ist mir zu retro. Ach, was weißt du schon? Ja, was weiß ich schon? Wir plaudern mal ein bisschen. Man kann ja sagen, was man will, aber ihr seid diejenigen, die gerade was klauen. Wenn der Eigentümer nicht will, dass das Zeug jemand nimmt, sollte er es nicht auf die Straße stellen. Ja, genau das sagen Autodiebe auch immer. Hör zu, Junge. Ich weiß nicht, wer du bist, aber ich sag dir mal was. Wir sind immer auf der Seite der Gerechtigkeit. Ja? Wenn wir uns ab und zu mal was an unseren Einsatzorten ausborgen, dann doch nur, weil wir nicht so viel verdienen wie Grissom oder Horatio. Außerdem ist das nur Müll, der hier in der Seitengasse rumliegt. Wir haben nicht gerade jemanden dafür verdreschen müssen. Naja, du hast diesem Jungen eine gescheuert und ihm gesagt, er soll sich verpissen. Der wollte das Teil, das ich zuerst gefunden hatte. Ja, jedenfalls. Ich glaube, das ging vielleicht einen Schritt zu weit, Partner. Seid ihr die Einzigen, die an dem Fall arbeiten? Nee, der Sarge ist bei den Ermittlungen federführend. Ja, aber der ist in die Wohnung von diesem Betrunkenen. Es sind immer die Besoffenen, die den meisten Ärger verursachen. Ja, das glaube ich auch. Mal echt jetzt, ich muss aus der Gasse hier raus. Tut mir leid, Junge, da musst du wohl warten. Und das hier dauert eine Weile. Fuck my life. Na gut, dann macht mal schön weiter. Okay, aber du bleibst schön hier. Ja. Ich spring nicht über eine Absperrung. Warum nicht? Ich glaube, einer ist mehr als genug. Ach so, warte mal, haben wir nicht hier ein Baseball oder so rausgenommen? Ja klar, hier, pass auf. Hey, warum probiert ihr den Wonderbat nicht aus? Was schwebt dir vor? Weiß nicht, kann einer von euch den Ball treffen? Ned, du hast schon seit Jahren keinen Baseballschläger mehr in der Hand gehabt. Du kommst ja nicht mal zu den Spielen gegen die Feuerwehr. Na und? Willst du sagen, dass ich's nicht mehr drauf hab? Sagen? Singen will ich's. Vierstimmig, wenn's sein muss. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Na dann lass jucken, Junge. Und Strike. Shit. Warte, muss nur erst warm werden. Klar, Mann. Okay, der ist jetzt weg. Das heißt, wir brauchen hier einen neuen, ne? Wie kommst du? Dann kann das auch nicht dauern, da einen Baseball rausholen. So, pass auf. Okay, nächster Versuch. Du verschwendest deine Zeit, Junge. Halt die Klappe, Ted. Los doch, zeig, was du drauf hast. Fertig? Und Strike Nummer 2. Fuck! Verdammte Scheiße, irgendwas stimmt mit dem Schläger nicht. Ich dachte, das wäre der Wonderbat. Junge, nerv mich nicht, weil ich nämlich einen Taser hier habe und der will Action sehen. Ja, genau. Vielleicht liegt's am Taser. Meinst du nicht, der Taser behindert dich beim Ausholen? Vielleicht liegt's daran. Tja, jetzt wo du's sagst. Vielleicht, der ist schon etwas unbequem. So sieht's aus. Ich könnte ihn eine Weile halten. Okay, machen wir. Scheiß drauf. Hier ist das Teil. Hab dich. Was soll das Gekicher? Nichts? Mir ist gerade nur ein Witz eingefallen. Junge, du bist nicht ganz sauber. Ja, das höre ich andauernd. Okay, dann probieren wir mal, ob er das jetzt trifft. Das lag natürlich nur am Taser, ne? Wer was anderes behauptet, lügt. So, hier. Willst du es nochmal probieren? Lass stecken, Junge. Du siehst doch, dass er nichts mit dem Baseballschläger drauf hat. Halt die Schnauze, Ted. Ich war zweiter Junior State Champ. Ja, das ist aber eine Weile her. Hey, nicht schwätzen, schlagen. Leg los, bin bereit.
Anklang liebe. Was habe ich gesagt? Was? Ich habe dir gerade deinen kleinen weißen Arsch versohlt. Who's your daddy? Ich wusste, dass du das drauf hast, Ned. Hab dich nur ein bisschen anheizen wollen. Weiß ich doch, Mann. Und danke dafür. High five. Okay, ich habe eine leise Vermutung. Ich habe nur einen Versuch und der muss sitzen. Ah. Okay. Dann probieren wir doch mal. Offensichtlich muss ich das besser teilen. So, hier mein Freund. Also, wo es jetzt doch so schön läuft. Nochmal? Junge, wir sind hier bei der Arbeit. Ja, offensichtlich. Komm schon, Ted. Der Junge will nur meine Skills nochmal sehen. Klar. Ich eigentlich auch. Komm schon, Junge. Hau einen raus. Das ist es doch. Mann, du hast eine Katze getroffen. Oder war das ein Koala? Ich hab nur einen Versuch. Keine Ahnung, aber ich weiß, wer mir High Five gibt. Aber klar, Bruder. Ja, geht doch. Glaub nicht, dass es eine gute Idee ist, Cops zu tasern. Aber wie komme ich hier sonst weg? So, wo wollte ich denn erst nochmal hin? Ich muss schnell weg. Achso, wir wollten zu Merle, ne? Wegen dem Foto von Matt. Da machen wir uns jetzt auch hin. So. Ah, meine Güte, Jörg. Cops getasert. Läuft bei uns. Hallo. Kann ich dir helfen? Ja, ich brauche eine Milch und eine Tüte Chips. Sofort, Kumpel. Warte mal. So Zeug habe ich gar nicht, oder? Ja, mein Freund, das weiß ich nicht. Bis vor kurzem hattest du auf jeden Fall noch Cola. Die ist jetzt nicht mehr da. Schau dir doch mal dieses Foto an. Warum bist du ein Bulle? Das Zeug bei mir im Lager gehört nicht mehr. Schau natürlich dir einfach nicht, nur das scheiß Foto an, Mel. Hey, ich kenn den Typen. Endlich ein Fortschritt. Woher kennst du den? Der war wohl vor einer Weile mal hier. Ja, ganz sicher. Super. Hat er was gekauft? Hat er was gesagt? Er hat den heftigsten Revolver auf Erden gekauft. Den Magnumatic 9000. Magnumatic 9000. Er wollte... Er wollte Randall Hicks umnieten. Genau das war's. Und so etwas konntest du dir nicht merken? Aber... Wer ist Randall Hicks? Hat er gesagt, wo er hin wollte? Tja, vielleicht zur Wohnung von diesem Randall. Weißt du, um den umzulegen. Würde ich jetzt einfach mal raten. Okay. Wissen wir Bescheid. Dann schauen wir noch mal. Aber... Ich sehe gerade, auf der Uhr ist es schon sehr weit fortgeschritten. Oh. Hallo, Randall. Ich bin's, Matt. Wie läuft's denn so bei der Zerstörung meines Lebens? Tja, ist ja auch egal. Wenn du das hier liest, bin ich schon tot. Zugegeben, wir hatten eine geile Zeit zusammen, obwohl du ein Idiot bist. Aber du warst immer mein bester Freund und wir kannten uns seit dem Sandkasten. Wir waren unzertrennlich. Dann kam Sally und es wurde sogar noch besser, bis du beschlossen hast, alles in die Scheiße zu reiten. Was zum Geier hat dich geritten, Mann? Du warst früher echt mal cool. PS? Ich hab gelogen. Bin gar nicht tot und warte mit einer Knarre auf dich auf dem Dach. Lass mich nicht zu lange warten. Ich hab hier 6 kleine Freunde, die allesamt schneller sind als du. Okay. Oh, das Messer kann man nicht mitnehmen. Ja, dennoch machen wir jetzt hier erstmal einen Cut. Was auf dem Dach passiert, sehen wir nämlich erst in der nächsten Folge. Wenn euch das gefallen hat, dann nicht vergessen, kommentieren, diskutieren, philosophieren und natürlich das Däumchen dalassen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, ja, mit Randalls eventuellem Tod wieder. Bis dahin, tschüss!